Hallo zusammen, heute geht's wieder um Shellys und zwar wie man eine Shelly bei einer Kreuz- oder Wechselschaltung einbindet. Das ist eigentlich quasi vom Prinzip her gleich, daher zeige ich euch beides in einem Video und möchte mich erstmal bei euch bedanken. Der Dezember war echt der Hammer, ich habe total viele Abonnenten dazu bekommen, was mich mega mega gefreut hat und würde mich natürlich auch freuen, wenn du noch kein Abonnent bist und meinen Kanal abonnierst oder ein Like da lässt oder vielleicht auch einen Kommentar, was dir gefallen hat oder was dir eben nicht so gut gefallen hat. Jetzt legen wir auch schon los mit dem Video. Ich werde euch erst erklären, wie eine Kreuz- oder Wechselschaltung funktioniert. Dann gehe ich darauf ein oder zeige euch, wie man eine Shelly eben in eine Kreuz- oder Wechselschaltung einbindet, in einem Fall von einem bestehenden Altbau. Und genau, ob es Sinn macht, da eine Shelly 1L zu verwenden, die kann ohne Nullleiter betrieben werden, oder ob es eben mehr Sinn macht, eine stinknormale Shelly zu verwenden. Dann starten wir direkt mal los. Ich habe hier mal ein kleines Demonstrationsobjekt aufgebaut und hier habe ich eine Wechselschaltung gebaut, wo man eben mit einem Lichtschalter das Licht ein und mit dem anderen Lichtschalter das Licht ausmachen kann. Bei einer Kreuzschaltung ist es total ähnlich, nur dass eben noch ein dritter, vierter, fünfter Schalter dazwischen ist. Im Schaltbild würde das Ganze so aussehen. Wir haben irgendwo unsere Spannungsversorgung, wir haben irgendwo unsere Lampe, wir haben einen Wechselschalter. Zwischendrin kommen die Kreuzschalter und am Ende kommt nochmal ein Wechselschalter und das Kabel, das vom Wechselschalter wegführt, also vom letzten, das geht dann hoch zu unserem Licht und versorgt das Licht dann eben mit Strom. In unserem Beispiel sieht das Ganze dann so aus. Wir haben ein stromführendes Kabel, dieses hier, was von der Stromquelle kommt, zum ersten Wechselschalter geht. Die Wechselschalter sind miteinander verbunden. Und wenn es eben mehr wie zwei Lichtschalter der Fall wären, dann wäre jetzt eben hier nochmal ein Kreuzschalter dazwischen und nochmal ein Kreuzschalter dazwischen. Der letzte Schalter ist immer ein Wechselschalter und von dem geht dann eben dieses Kabel weg, oft in eine Abzweigdose, was auch ganz praktisch ist. Und von der Abzweigdose geht es dann zur Lampe. Ich zeige euch das absichtlich nicht in einer eingebauten Situation irgendwo an der Wand. Ich habe das so aufgebaut, um es ein bisschen zu vereinfachen und verdeutlichen und dass man die Logik dahinter halt besser sieht und verstehen kann. Genau, und jetzt geht es darum, die Shelly einzubinden. Und wie machen wir das? Also, wir haben wieder das gleiche Schaltbild. Wechselschalter, Kreuzschalter, Wechselschalter. Und das Kabel, das vom letzten Wechselschalter weggeht, das wird der Switch, also der Schalter bei der Shelly. Und der Output von der Shelly, der wird der Eingang von der Lampe oder der geschaltete Außenleiter von der Lampe. Ich zeige euch das absichtlich mit einer Shelly 1 und nicht mit einer Shelly 1L. Es würde theoretisch beides gehen. Die Shelly 1L kann ja ohne Nullleiter betrieben werden. Das bringt uns aber in diesem Fall gar nicht viel, weil wir müssen die Shelly ja mit einem Außenleiter versorgen, der die ganze Zeit Strom hat. Und das ist auch schon die große Herausforderung dabei. Ihr werdet das nachher verstehen. Wieso ich das eben so zeige, kommt alles noch. Ich zeige euch jetzt, wo der Shelly eben reinkommt. Ganz wichtig, vorab arbeiten wir natürlich immer spannungsfrei. Ihr solltet nicht nur die Sicherung rausmachen, sondern ihr solltet auch dafür sorgen, dass niemand die Sicherung wieder reinmacht aus Versehen. Und ihr dann eben gerade dabei seid, irgendwelche Kabel in der Hand zu halten. Also ganz wichtig, ihr solltet noch länger mir folgen. Strom raus. Nun prüfen wir, ob der Strom auch wirklich draußen ist. Ich nehme am liebsten dafür einen zweiphasigen Spannungsprüfer. Der ist einfach sehr zuverlässig. Der zeigt einem genau an, wo der Strom drauf ist, wie viel drauf ist. Und der einpolige geht natürlich auch. Wenn ihr nur den daheim habt, könnt ihr es auch genauso gut mit dem machen. Nachdem wir die Spannungsfreiheit festgestellt haben, müssen wir uns überlegen, wo wir das Ganze sinnvoll einbauen. Wir müssen jetzt die Shelly ja mit Strom versorgen. Also müssen wir den irgendwo herbekommen. Entweder haben wir Glück und haben, wie jetzt in diesem Beispiel, eine Steckdose nebendran. Oder wir suchen uns den Punkt, an dem oben eventuell die Kabel in einer Abzweigdose zusammengeführt werden und bauen die Shelly dort ein. Die passt da von der Größe genauso rein, wird vielleicht ein bisschen eng, aber in einer Steckdosen-Unterputzdose ist es meistens auch ein bisschen eng, also von daher sollte es egal sein. Das Prinzip ist immer genau das gleiche. Ich zeige es euch nochmal. Die Shelly muss ja mit Strom versorgt werden. Also müssen wir uns irgendwo noch einen Nullleiter abgreifen und wir müssen uns eben eine Phase abgreifen. Und in einer Abzweigdose haben wir das und wenn eine Steckdose nebendran ist, haben wir das auch.
Bei einer Steppdose könnte man jetzt einfach hier den Nullleiter und die Phase eben durchschleifen zur Shelly. Und dann haben wir hier auch die Ader, die eben zur Lampe geht. Und wir haben den Switch und können diesen nutzen. Also zeige ich euch jetzt erstmal hier unten. Setzt aber voraus, dass ihr eben eine Steckdose nebendran habt. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr schon mal ein Stück vorspulen. Dann kommt nämlich noch die Erklärung, wie es oben in der Abzweigdose geht. Ihr solltet natürlich den Lichtschalter, den letzten Wechselschalter ausbauen und nicht irgendwo zwischendrin den einen von den Kreuzschaltern. So. Und eben hier diese Steckdose. Dieses Kabel ist das Kabel, das, sobald einer der beiden Lichtschalter geschalten wird, die Lampe mit Strom versorgt. Das hier machen wir mal raus. Dieses Kabel, was zur Lampe geht, wird der Output der Shelly. Also vom Output zur Lampe. Das Kabel, das vom Wechselschalter weggeht, wird der Switch. Die Seite, die in die Shelly kommt, die wird kürzer abisoliert, um eben den Berührungsschutz etwas zu gewährleisten. Und die Seite, die in den Lichtschalter kommt, die wird etwas länger abisoliert. Dann wird das der Switch, das Kabel vom Lichtschalter. Und das Kabel, das zur Lampe geht, wird der Out. Hier ist das natürlich auch wieder etwas zu lang, müssen wir wieder ein bisschen einkürzen. Und das wird dann der Output. Hier auch wieder die Seite, die zur Steckdose geht, lang abisolieren. Und die Seite, die zur Shelly geht, kurz abisolieren. Oder die Steckdosen haben meistens hier oben zwei Anschlüsse, wo ihr dann das Kabel einfach dazu hängen könnt. Immer den Zugtest machen, dass das Kabel sicher sitzt, ganz wichtig. Und dann benötigt die Shelly nun bei dem Input und bei L den Außenleiter. So, und wie machen wir das? Ich habe mir zwei Kabel vorbereitet und die kommen jetzt in eine Vago-Klemme. Und von hier geht es jetzt weiter in die Shelly. Wie beschrieben, einmal in Input und einmal bei L. Für den Neutralleiter gilt dasselbe. Diesen müssen wir uns auch von der Steckdose aus rüberbrücken. Hier kann man ihn einfach auch dazu stecken. Und diesen dann an der Shelly bei N. Ganz wichtig, zieht am besten nochmal alle Schrauben sauber nach, dass hier nichts locker ist und nichts sich lösen kann. Zum Schluss kommen alle Komponenten wieder dahin, wo sie waren. Alles wieder schön anziehen. Jetzt geht es mit der Einrichtung weiter. Ich zeige euch aber noch kurz, wie ihr das Ganze anschließen müsst, wenn ihr es eben in die Abzweigdose macht. Im Prinzip ist das genau gleich. Ich will es euch einfach nur noch mal kurz zeigen, dass ihr da mehr Sicherheit habt. Los geht's. Ich habe jetzt euch das Ganze hier mal von hinten und so sieht man eben ganz gut, wie die Verdrahtung hier funktioniert. Das ist eben in einem Praxisbeispiel direkt an der Wand ein bisschen schwer, das so perfekt darzustellen, welches Kabel jetzt woher kommt. Und deswegen habe ich es eben so gemacht. Als allererstes stellen wir wieder unsere Spannungsfreiheit fest. Die Vago-Klemmen haben vorne so eine kleine Prüföffnung, da könnt ihr einfach reinfahren und dann seht ihr keine Spannung drauf. Also es kann losgehen. Ihr wisst ja nie, ob in der Abzweigdose vielleicht noch von irgendeiner anderen Sicherung aufgrund von einer seltsamen Installation eben eine Spannung anliegt. Deswegen prüft es bitte immer. So, wir sehen jetzt hier, an dieser Klemme ist meine Zuleitung. Hier geht einmal der Außenleiter weg, der zur Steckdose geht. Und einmal geht der Außenleiter weg, der hier unten zum ersten Wechselschalter geht. Vom letzten Wechselschalter, also wie gesagt, die Kreuzschalter wären hier dazwischen, geht dann der geschaltete Außenleiter und die Phase zur Lampe. Das ist der hier. Beim Nullleiter, die sind einfach alle miteinander verbunden, genauso wie der Schutzleiter. Und jetzt haben wir wieder unsere Shelly. Und ihr habt es vielleicht schon erkannt, das ist auch der Grund, warum ich es jetzt mit einer Shelly 1 erkläre und eben nicht mit einer Shelly 1L. Das liegt daran, dass wir ja auf jeden Fall noch ein Kabel brauchen für den Außenleiter. Also müssen wir ja eh ein Kabel ziehen von einem Außenleiter zur Shelly. Und wenn wir eh ein Kabel ziehen müssen, dann können wir auch den Nullleiter herziehen. Also dann können wir ja auch gleich zwei Kabel ziehen. Dadurch wird der Aufwand ja nicht wirklich viel größer. Und wenn ihr es schafft, ein Kabel durchzuziehen, dann schafft ihr es auch zwei Kabel durchzuziehen. Ihr würdet euch halt bei der Shelly 1L sparen, ein zweites Kabel für den Nullleiter zu ziehen. Und ihr habt halt die Möglichkeit, den Wechselschalter anders anzuschließen, einmal auf SW1 und SW2 und die Shelly dann eben die Arbeit vom Wechselschalter machen zu lassen. Aber da ist halt die Frage, macht das Sinn?
weil das würde natürlich gehen, aber ihr spart euch halt beim normalen Shelly 3 Euro und habt am Schluss die gleiche Funktionalität, müsst nur ein einziges Kabel mehr ziehen, aber ihr müsst ja sowieso eben irgendwoher den Außenleiter bekommen. Dann bauen wir mal unseren Shelly oben in der Abzweigdose ein. Wir brauchen wieder zwei Brücken, einmal für den Input und einmal für den Außenleiter. Ich habe hier schon mal eine 5er Vago-Klemme reingemacht. Und die hier kommt jetzt einmal bei Input rein und einmal beim L, bei der Phase oder auch Außenleiter genannt. Immer wieder den Zugtest machen, ob alles richtig sitzt. Dann brauchen wir noch einen Nullleiter. Den würden wir uns eben sparen bei dem Shelly 1L, aber auch mit dem Nachteil, dass wir einen Verbraucher mit mindestens 20 Watt brauchen oder eben einen Bypass installieren müssen. Nun kommt bei Switch das Kabel hin, das jetzt zur Lampe geht. Also dieses hier, was zur Lampe führt, wird jetzt eben unser Switch. Ihr seht wieder, hier ist relativ lang abisoliert. Das brauchen wir wieder für die Shelly nicht. Also zwicken wir es ab. Packen das auf den Switch. Dieses Kabel kürzen wir dann eben auch, das zur Lampe geht. Und packen es auf den Output. So, ich zeige es euch nochmal kurz. Vom letzten Wechselschalter das Kabel geht zum Switch. Der Außenleiter ist gebrückt einmal auf Außenleiter, auf L und einmal auf Input. Und das Kabel vom Output führt dann zur Lampe und wir haben eben noch den Neutralleiter auch auf die Shelly. Dieses ganze Paket hier muss jetzt eben hier rein. Das spare ich mir jetzt eben, weil, wie gesagt, ist ja nur eine Demonstrationsschaltung. Und dann können wir das Ganze auch schon konfigurieren. Wir machen mal kurz einen kleinen Funktionstest, ob noch alles so geht, wie es am Anfang ging. Also wir schalten die Lampe an, können sie am anderen Lichtschalter ausschalten, können sie hier wieder einschalten und hier wieder ausschalten. So war es vorher, so ist es jetzt auch und jetzt können wir die Shelly konfigurieren. Wir gehen wieder auf unsere WLAN-Einstellungen und verbinden uns direkt mit der Shelly. Wir öffnen einen Browser und gehen auf die IP 192.168.33.1, das ist die Standard-IP von allen Shellys und dann erscheint euch auch schon hier die Shelly. Bei Internet and Security Wi-Fi Client könnt ihr dann die Wi-Fi-Daten hinterlegen, einfach eure SSID und das dazugehörige Passwort. Und bei Set Static IP-Adresse könnt ihr dem Ganzen noch eine feste IP-Adresse einrichten. Das erleichtert euch später die Einrichtung mit zum Beispiel dem Button, weil ihr es direkt per IP ansprechen könnt. Ich überspringe den Schritt jetzt mal. Ihr müsst eigentlich nur die IP-Adresse eingeben und ein Gateway. Gateway ist die Adresse eures Routers und die IP-Adresse einfach eine freie, von euch festgelegte IP-Adresse in eurem IP-Adresskreis. In meinem letzten Shelly-Video habe ich das über die IP gemacht, da könnt ihr das auch gerne euch nochmal anschauen. Damit es ein bisschen schneller geht, überspringe ich jetzt den Schritt mit der festen IP und gehe direkt auf Speichern. Ab jetzt ist die Shelly nicht mehr erreichbar über das WLAN. Wir verbinden uns wieder mit unserem WLAN, öffnen die App und jetzt erscheint hier oben automatisch auch schon Discovered Devices. Das erscheint immer, wenn eine neue Shelly in eurem Netzwerk ist. Da gehen wir jetzt drauf, Click to Add. Hiermit fügen wir die Shelly unserem Netzwerk hinzu. Gerätename ist jetzt Wechselschalter. Wo ist das Ganze? Im Wohnzimmer zum Beispiel. Hier können wir noch eine Lampe auswählen. Choose Relay, in dem Fall ist das ein Licht, und Speichern. Möchten Sie das Gerät mit der Cloud verbinden? Ja, das hat den Vorteil, dass ihr es eben auch von unterwegs steuern könnt und nicht nur von eurem lokalen Netzwerk. Das dauert immer einen kleinen Moment. Gerät erfolgreich verbunden. Und jetzt können wir die Lampe hier ein- und ausschalten. Wir können sie hier einschalten und hier erst auf den zweiten ausschalten, habt ihr es gemerkt. Das heißt, wir haben noch nicht die richtige Konfiguration. Deswegen klicken wir hier einmal drauf. Und bei Einstellungen, Standardmodus Power an, wählen wir aus, damit im Falle eines Stromausfalls die Lampe erstmal aus ist und nicht direkt an ist. Bei Schaltflächentyp ändern das hier in Edge Switch und jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe, kann ich es hier einschalten, hier ausschalten, die App erkennt es auch automatisch, kann es in der App wieder einschalten und zum Beispiel am anderen Lichtschalter ausschalten und an dem Lichtschalter hier wieder einschalten und in der App wieder ausschalten. Also richtige Konfiguration, Edge Switch. Der Einbau von einer Shelly in eine Wechselschaltung, ihr seht, das ist mit ein bisschen Fallstricken verbunden. Ihr müsst dann halt eben rausfinden, welcher ist der letzte Wechselschalter und entweder dann dort, wenn ihr die Möglichkeit habt, da eine Phase- und Nullleiter hinzuziehen, den dann hier einbauen oder eben in einer Abzweigdose. Ihr seht, bei
Bei einer Wechselschaltung macht es einfach mehr Sinn, einen Shelly 1 einzubauen. Da würde ich euch auch einfach davon abraten, einen Shelly 1L zu verwenden, weil ihr da schlichtweg eigentlich keinen Mehrwert habt und da ihr ja eh irgendwie ein Kabel herziehen müsst für den Außenleiter. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und weitergeholfen. Lasst mal einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Würde mich freuen, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.